Hallo, ja, bitte, was ist das denn? Ja, ach, meine Haare heute, es ist zum Kotzen. Dadurch, dass es so übelst kalt ist jetzt und zum Glück sieht man es mir nicht an, aber ich hatte Frühschicht und es ist einfach nur zum Kotzen. Ich hasse Frühschicht, also es geht gar nicht. Ne? Also dann arbeite ich lieber bis 9 Uhr abends und hab was noch von der Nacht und vom Tag und sowieso, aber und dadurch, dass es halt so derbe, derbe kalt war, musste ich eine Mütze anziehen und meine Haare vertragen Mützen überhaupt gar nicht, da ich lockiges Haar habe. Werden die Haare so übelst platt gedrückt und es ist einfach nur noch zum Kotzen, ja. Ich hatte zum Glück nach der Arbeit dann, jetzt sehe ich aus wie keine Ahnung, ja, ich lasse es jetzt mal so. Nee, das kann ich auch nicht so lassen. Oh mein Gott, was ist da oben los? Ich hatte gestern Abend so schönes Haar. Ich habe nämlich so eine Probe von Syers, von dem Moisture Intensive Care. Und da muss ich wirklich sagen, das ist eine sehr, sehr gute Spülung. Und schon besser. Ich hoffe, das nimmt jetzt noch hier mein Audio mit auf. Dieses dumme Bitchvieh da oben von Kamera, ey. Ja, ich hatte Frühschicht und war in der Innenstadt von Hamburg unterwegs. Ja, ich kann es mir leisten, ja. Nein, Spaß beiseite, es war eh überhaupt gar nichts los, weil das Wetter einfach sowas von bescheiden ist und es ist arschkalt und wer geht dann schon freiwillig irgendwie über die Mönckeberg laufen? Auf jeden Fall, ich hatte Frühschicht und werde mich eh nachher duschen, dann werde ich mich eh wieder hinlegen. Morgen muss ich wieder um 10 Uhr anfangen und 10 Uhr ist mir auch noch zu früh. Ich war, oh mein Gott. Ich war Ballasch. Und es riecht gut. Das Ding war, dieser Laden ist jetzt nicht so derbe groß, man übersieht ihn auch wirklich. Ich habe mich davor auch, ich wäre eigentlich gar nicht hingegangen, wenn ich nicht noch eine Arbeitskollegin angerufen hätte und die hat gesagt, ja, ich bin in der Innenstadt und ich dann so, hey, cool, ich wollte auch eigentlich gehen, dann lass uns doch zusammen einen Kaffee trinken. Deswegen hat sich's dann nochmal gelohnt, in die Innenstadt zu fahren und ich konnte mich eher überwinden, als ganz alleine irgendwie irgendwas zu machen. Und als wir uns dann verabschiedet haben, bin ich zu diesem Laden, der ja sowas von ein riesen, riesen Hype ist auf YouTube bei allen möglichen Guru-Päpstinnen, ja. Lasch, ich war bei Lasch oder ich habe bei Lasch bestellt. Und die dann solche riesigen Kartons in die Kamera zeigen, so, ich kann sie mir leisten, aber wahrscheinlich haben sie selber nur einen Teil bezahlt und der Rest ist von ihren Freundinnen irgendwie. Ja, was macht diesen Laden so besonders? Ich weiß es nicht, ja, also ich finde den Laden einfach nur furchtbar. Die Gerüche da drin sind sowas von intensiv, das hat schon was Narkotisches, ja, also dass man da nicht in Ohnmacht fällt, wundert mich eh. Die Verkäuferinnen sind unterbezahlte studentische Hilfskräfte, ja, die schon nett sind, ne? Also da kann man ja nichts dagegen sagen. Für mich hat dieser Laden halt dadurch sehr den Touch von so Teenagern und gut, da sind auch so Öko-Tusnelders drin, ne? Die irgendwie denken, sie wären total öko. Aber ich war dann auch drin und habe mir ein paar Sachen gekauft, ne? Also zuerst habe ich mir echt überlegt, sollst du dir Proben, willst du nur Proben haben? Und ich dann so, es sieht einfach immer scheiße aus, wenn man, weißt du, die Leute kennen einen da ja auch nicht. Also wenn man jetzt da schon Stammkunde wäre oder mal ein, zweimal im Monat dort wäre, um irgendwelche scheiß Badebomben zu kaufen, ja, dann könnte man sich's mal erlauben, einfach mal. Ach, der Duft ist schon gut. Also, vorhin, also ich hatte auch diese Tüte so ganz, ganz zusammengeknautscht in meiner Tasche und dadurch ist der Geruch auch derbe intensiv gewesen, als ich da nach Hause kam. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, Proben.
Na, also ich wollte nicht jetzt wirklich gleich irgendwie, ich wollte erstmal so eine Vertrauensbasis aufbauen, ja, von wegen, ja, ich kaufe etwas und nächstes Mal gibst du mir dann richtig Fettproben, ja. Ja, dann war ich also drin und habe mich erstmal umgeguckt und das erschlägt einen ja schon fast, ne? Vor allem weiß man auf den ersten Blick gar nicht, was ist eigentlich für was und wo ist überhaupt das, was ich mir kaufen möchte. Dann war ich gestern Nacht noch auf der Lush-Seite und habe mir die Lush Times angeschaut. Die gibt's ja da als Online-PDF-Datei. Hab mir eigentlich schon so gedacht, eigentlich könntest du das und 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 das ausprobieren. Als ich dann aber dort war, war ich sowas von erschlagen und habe mich dann dafür entschieden, ich sollte mich erstmal auf ein Minimum reduzieren, bevor ich so viel Geld ausgebe, dass ich ja entweder totale Fehlkäufe mache oder ich einfach derbe überfordert bin. Und ich war dann auch derbe überfordert und habe dann erstmal um 5 Minuten Bedenkzeit gebeten, als mich ein nettes Mädchen irgendwie angesprochen hat, ob ich Hilfe brauche. Habe ich erstmal gesagt, nee, danke, ich schaue mich erstmal nur um, ich schreie dann, na. Aber als ich dann gemerkt habe, dass ich nicht imstande bin, selber das zu finden, was ich eigentlich will, habe ich sie dann halt gefragt, ja, ich hätte gern ein Stück Fresh Pharmacy und so. Ja, was habe ich mir gekauft? Ich habe mir gekauft die Fresh Pharmacy Seife, die ja so für unreine Haut sein soll. Ich lese das jetzt nicht vor, ne? Also was da drauf steht, das könnt ihr auch auf flush.de nachlesen. Ich habe sie jetzt noch nicht geöffnet, ich werde sie jetzt einfach mal öffnen und aufreißen. So, ich glaube, es ist auch schier unmöglich, dort die Tester zu benutzen, weil dieser Gestank, ja, dieser Lush-Gestank ist ja wirklich im ganzen Raum. Und sich da auf ein einzelnes Produkt wirklich zu konzentrieren, wie es riecht, empfinde ich als derbe schwer. Und man ist echt einfach nur froh, wenn man aus dem Laden wieder rauskommt und sich erst mal eine Kippe anzünden kann, ja, um seinen Lungen wieder etwas Erholung und Entspannung zu gönnen. Ja. Oh Gott, was habe ich gekauft, ey. Das ist das ist so eine Torte, ja, und dann frickt einen die Tunse halt, wie viel Gramm man haben möchte. 100 Gramm ist Mindestmenge. Das sind jetzt bei mir 120 Gramm. Das waren 9,54 €. 79,50 € kostet da das Kilo. Mindestens haltbar ist die Seife bis zum 18.04.2012. Also es ist schon, ich denke mal, damit kommt man auch eine Menge aus. Die Farbe ist so, da das überbelichtet ist, kommt es gar nicht so raus. Die ist so Pastell, Rosé, so lila, blass, blau, gedöns, ja. Ist relativ cremig von der, also man, das ist jetzt, also es ist natürlich Seife, aber wenn man da allein schon so den Finger drauf legt, ist es schon recht intensiv. Also es fühlt sich schon sehr reichhaltig an. Da schüttelt es mich richtig. Also ich glaube, an diese Lush-Sachen muss man, boah, ey, Alter, bei mir ging gerade hinten das Gehirn sowas von zusammen, ja. Also ich frage mich, wie ich das überleben soll, dieses Ding zu benutzen. Ich habe gerade echt Sternchen vor den Augen, ey. Boah, Alter. Also entweder, was ist denn da drin, was so stinkt? Ach, das kann eh niemand lesen, diese scheiß Begriffe, ey. Das ist auch so klein gedruckt. Das sieht aus wie in so einer Metzgerei, ja. Also, da könnten sie sich echt mal was Neues einfallen lassen. Auf jeden Fall nach Kamille, da ist auch viel Kamille drin und Kalamin, was auch immer Kalamin ist, vielleicht irgendwie eine Tonerde oder so. Holunderblütensud, Holunder. Kamillensud. Boah, ey, also der Geruch geht meines Erachtens gar nicht. Jetzt frage ich mich gerade, wie ich das auf
meine Haut geben soll. Ich habe ja gestern schon gedacht, ich bereite mal meine Haut ein bisschen auf Lush vor, auf diese Fresh Pharmacy, und habe mir von CD diese Avocado-Seife gekauft und habe gestern Abend schon mein Gesicht mal mit einfacher, stinknormaler Seife gewaschen, ja. Was gegen jede Regel geht. Oh mein Gott, ja, jetzt fehlen nur noch die Scherenhände. Sieht aus wie Edward mit den Scherenhänden. Achtet einfach nicht auf meine Frisur, ja, achtet nur auf das hier, aber nicht auf das hier, weil das ist einfach nur furchtbar durch diese scheiß Mützen. Boah, mir wird richtig schlecht, Leute, ey, boah, das geht gar nicht. Also ich bin echt gespannt, wie... Da ist auch irgendwie was Schwarzes drin und da sind so entweder... Nee, Glitzer ist da nicht drin. Sah gerade eben so aus. Ich bin auf jeden Fall derbe gespannt. Ich werde mir, am besten werde ich mir ein Stück abmachen irgendwie. Und weil mit diesen ganzen Dingen irgendwie so... Kann ich mir jetzt echt schwer vorstellen. Naja. Dann habe ich mir gekauft... Jetzt bröselt es überall rum. Alter, ist ja ekelhaft. Scheiß drauf. So, das Tea Tree Water vom Lush, ja. Yeah. Die Verpackungen, Leute, das sieht so billig aus. Das ist die billigste Verpackung, die ich jemals gesehen habe. Ich habe gestern auf der Internetseite von Lush gelesen. Die Produkte sehen ja so edel aus und die Verpackung geschmückt jedes Badezimmer. Leute, was habt ihr für einen Geschmack? Ja, das ist wirklich ein hässliches Schwarz, ja. Das ist billigster Plastik, wirklich billigster Plastik. Also das Teebaumwasser riecht recht gut. Es ist jetzt gar nicht Teebaumöl-lastig. Wo ich halt immer so jetzt ein bisschen Bedenken habe, ist dieses Plastik, ne, dass das mit der Zeit ausdampft und dass sich das irgendwie, diese Dämpfe in das Produkt gehen. Ich denke mal, ich werde das heute Abend in meine alte Flasche Gesichtstonikum Spezial umfüllen. Und ich glaube nicht, dass ich das hier drin lassen werden kann, weil das ist wirklich billig. Also, das sieht nach gar nichts aus, ja. Also, da schämt man sich. Und dann noch diese dumme Schwuchtel da drauf, ja. Keine Ahnung, was das für ein Typ ist. Ich weiß nicht, das ist ja der Typ, der das hergestellt hat, ja. Hat der Rouge drauf? Ja. Also, ich habe jetzt schon Kopfschmerzen von der Fresh Pharmacy, ey. Ja, was ist da drin? Teebaumwasser, Grapefruitwasser, Wacholderwasser, Limon, Parfum und Parabene. Übernimm die Kontrolle über deine Haut und lass sie in frischem Glanz erstrahlen. Teebaumöl, Wacholder und Grapefruit klären ölige Haut und halten Unreinheiten in Schach. Ich habe mir jetzt erstmal diese 100 Milliliter gekauft, weil ich ja nicht weiß, ob ich überhaupt damit zurechtkomme. Und das kostet 5,95 Euro, ist noch in Ordnung, finde ich. Ist in Ordnung. Ja. Dann, da war noch so ein komisches Flyer-Ding drin mit so einem scheiß Biber, den man sich irgendwie ausschneiden soll und um so eine Dose wickeln soll. Wer macht denn so einen Schrott? Tschüss! So. Dann habe ich mir gekauft, dann wollte ich unbedingt auch eine Creme natürlich haben von Lush. Und auch hier bin ich überhaupt nicht begeistert von der Verpackung. Das ist genau das billige, schäbige Made in China Schwarzplastik, was übelst schlimm aussieht. Ja, also das geht gar nicht. Also Ästhetik ist da überhaupt gar nicht. Außerdem gefallen mir auch diese Schriftzüge überhaupt gar nicht. Ne? Das sieht einfach nur wie mit einem Edding geschrieben aus von irgendeinem unterbezahlten Praktikanten. Nee, also ästhetisch Note 6 und bitte neu entwickeln und vielleicht wirklich nicht so viel Wert auf die Umwelt legen und lieber Glas und hochwertiges Plastik nehmen. Nun gut, der zweite Teil folgt dann gleich, ne? Bis gleich, ciao.